Seekrauts. Moin moin Seekrauts Freunde, willkommen zurück hier auf dem Infotainment-Kanal rund um World of Warships, Seekrauts. Wir zeigen euch heute mal einen Replay. Sieht man nicht alle Tage bei uns auf dem Kanal, aber wenn wir euch eins zeigen, wollen wir euch immer noch so ein bisschen was mitgeben, vielleicht eine Idee oder eben eine Kleinigkeit, die ihr vielleicht noch nicht wusstet in World of Warships. Wir wollen das heute anhand eines Replays tun, auf der Karte Schleife gefahren, vom Kapitän Neverdie in seiner Republik. Er hat hier so ein bisschen in Richtung ja, Survive gearbeitet, aber nicht komplett. Wollen wir mal schauen, wie es ihm hier so ergangen ist. Und wir gucken uns jetzt gleich die Signalflaggen an, Kapitän und Verbesserungen. So, oben geht's los. November Echo Set the 7, Mike Yankee Soxy 6. Das sind natürlich die Signalflaggen, um mehr Sekundärreichweite zu generieren, respektive mehr Flaggschaden. Und dann hat er beim Combat nur noch India Delta drinne, die 20% mehr Trefferpunkte wiederherstellen bei der Reparaturmannschaft. Er hat links liegen lassen Juliet Yankee, Biso 2 und India Yankee. India Yankee wäre noch sehr wichtig, um die Branddauer um 20% zu reduzieren und die erste Flagge oder das erste Signal, um auch die ja, Wassereinbruchsdauer zu reduzieren um 15%. So, bei dem Kapitän hat er vorher ein Gesiel, Elite-Schütze, Adrenalinrausch. Elite-Schütze, Adrenalinrausch ist hier ein besserer Kapitän, das heißt, die Türme drehen schneller und es werden mehr, wird mehr Nachladezeit reduziert, umso mehr Schaden man genommen hat. Der Inspekteur, um mehr Verbrauchsmaterialien zu nutzen, Reparaturmannschaft, Motorboost. Die Grundlagen der Überlebensfähigkeit, um Modulreparatur, Branddauer, Wassereinbruchsdauer um 15% zu minimieren, Brandschutz im vierten Bereich, um das Risiko eines Brandes um 10% zu minimieren und die Anzahl der Brandherde auf dem Schiff um 1, also von 4 auf 3 zu minimieren. Das geht da um die Aufbauten, also da können die Aufbauten nicht zweimal brennen, sondern nur noch einmal. Und dann den Tarnungsmeister, um das Schiff 14% weniger sichtbar zu machen. Wenn man nicht sichtbar ist, dann kann man auch nicht getroffen werden oder unwahrscheinlich getroffen werden und dann brennt man einfach auch ein bisschen weniger. Dann kommen wir zu den Verbesserungen. Hauptbewaffnungsmodifikation 1, um die Modulausfallwahrscheinlichkeit zu reduzieren. Dann den Motorboost, den er hier verlängert hat, anstatt das Schadensbegrenzungssystemmodifikation Modul einzubauen. Von der Stufe 1, was das Risiko der Brände und der Wassereinbrüche minimiert. Dann hat er Zielsystemmodifikation 1, Schadensbegrenzungssystem Mod 2, um die Zeit weiterzudrücken um 15% für Brände und Wassereinbruch. Dann Tarnsystem-Modifikation hier drin, um da auch nochmal weiter aufzugehen, also später aufzugehen. Und eben die Streuung der Feindgranaten zu erhöhen. Und der letzte Slot in Slot 6 war das legendäre Modul für die Republik, welches besonders ist. Es reduziert nämlich die Nachladezeit der Republik um 18%, verlangsamt aber die Turmdrehgeschwindigkeit um 13%. Und jetzt kommt der große Malus, das Schiff kann dann nur noch 19,8 Kilometer schießen, statt eben 26,1 Kilometer. Da sind Granaten auf jeden Fall auf die Sau unterwegs und die kann er gleich richtig gut treffen mit einer Zitadelle und gleich versenkt First Blood. Die war schon leicht beschädigt, aber da hat es gesessen und da kommt eine Antwort vom Gegner und steckt ihn dann doch gleich mal an. Er hatte schon ein paar HE-Granaten hier auszuhalten, konnte aber dann gleich einen Brand legen. Er macht's clever und hat gleich den Brand weiter ticken lassen. Man sieht in der Mitte zwei Säulen Rauchwolken und links auf dem Schiff kann man gut sehen, dass da nur eine Brand Zeichen hat. Das heißt, er tickt tatsächlich nur ein einziges Mal, weil er eben diesen Brandschutz eingeskillt hat. Konnte der Monty dann auch ein bisschen einen verpassen, wenn ich das richtig gerade gesehen habe. Ja, wir gehen nachher nochmal auf die wichtigen Punkte bei dem Überlebensbild drauf ein. Wie gesagt, er hat hier gar nicht alles, was man so ja, skillen sollte, um komplett auf Survive zu gehen. Aber das Leben ist immer ein Kompromiss. Er hat diesen Kompromiss eben ausgewählt. Schauen wir mal, die Eröffnung ist ja hier schon recht intensiv. Hat hier in der Mitte schon so ein bisschen gelitten, ist schon ein bisschen was schwarz und testet sich weiter in Richtung A vor. A gehört schon Team Grün, der rote Cap ist C und wir haben eine DD in der Mitte bei B, der so ein bisschen versucht da zu cappen, aber da gar nicht weiterkommt. Der B-Cap ist nämlich schon blockiert. Ja, was kann man sonst zur Republik sagen? Hat relativ viel Trefferpunkte, über 92.000 Trefferpunkte. Eine Torpedo-Schadensverringerung von 37%, was gar nicht mal so schlecht ist. Sicherlich Diamato mit ihren 50% da ganz weit vorne dabei.
Aber auch das ist sinnvoll. Warum ist der Survive-Build auf der Republik denn wirklich so wichtig? Ja, dazu kann man Folgendes sagen. Das Schiff, wenn ihr euch das mal mit dem Panzerungsüberzug im Hafen anschaut, dann ist es eben so, dass ihr ringsrum eigentlich 32 mm Panzerung habt, außer halt in den mittleren Sektionen direkt an der Wassergrenze sozusagen. Das heißt aber auch, dass das Schiff relativ schnell und einfach beschädigt werden kann, also gerade von HE-Granaten, die sehr gerne auf dieses Schiff dann abgeschossen werden, weil ja mit IFHE-Skill bei den Gegnern leichte Kreuzer, Wooster und Co. eben dann auch 32 mm nachher penetrieren können und damit besonders viel Schaden machen und damit auch die Brandwahrscheinlichkeit erhöht ist. Jedes Mal, wenn HE-Granaten auf einen abgeschossen werden, ist das ja eben so. Und man muss jetzt zusehen, dass man seine Trefferpunkte zusammenhält, um möglichst lange im Gefecht wirken zu können. Und das versucht er hier halt mit diesem Bild. Wie gesagt, Chance-Begrenzungssystem Modifikation 1 ist nicht verbaut. Das heißt, das Risiko hätte er noch weiter drücken können mit 5% auf Brand und 3% auf Wassereinbruch. Das ist der Wert. Wäre dann noch weniger wahrscheinlich gewesen, dass er dann auch wirklich in Brand gesteckt wird. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass er hier auf jeden Fall nicht die Signalflagge India Yankee mit drauf hat, weil das hätte ihm jetzt garantiert nochmals mehr geholfen, um einfach länger, also kürzer zu brennen, so rum, ja. Er hat nämlich jetzt aktuell ungefähr eine Branddauer von 43 Sekunden und ja, hätte er alles geskillt, wären es 35 Sekunden gewesen. Hier habe ich euch nochmal aufgelistet, es gibt drei Punkte, die man beim Survive-Skill beachten muss. Einmal die Überlebensfähigkeit an sich, also die Reparaturmannschaft auf jeden Fall mit in der Delta verstärken. Dann muss man das Risiko minimieren mit dem Schadensbegrenzungsmod 1, mit dem Kapitänskill Brandschutz eben, was hier auch, der Kapitänskill ist ja hier auch geskillt. Und dann die Zeitminimierung, und das ist der ganz wichtige Punkt, weil der Rest ist RNG-lastig und die Zeitminimierung ist aber ein konstanter Wert, den man selber beeinflussen kann. Ja, und das ist dann hier Schadensbegrenzungsmod 2, das ist dann die Grundlage der Überlebensfähigkeiten vom Kapitän und das sind eben die beiden Signale, India Yankee und Juliet Yankee Biso 2, die er hier nicht geskillt hat, aber Schadensbegrenzungsmod 2 und die Grundlagen der Überlebensfähigkeit sind hier schon auf dem Schiff vorhanden. Und man glaubt gar nicht, wie viel ein Brand mehr auf dem Schiff hier ausmachen kann. Er orientiert sich jetzt von A in Richtung B. Es gibt hier wieder so auf der Schleife, hat man ja häufig so einen Entscheidungskampf in der Mitte. Und da sind die 431 mm schon wieder unterwegs auf die gegnerische Republik. Mal gucken, was wir jetzt hier jetzt an Schaden machen können. Das waren, die Zahl konnte man jetzt gar nicht sehen, aber das sah eigentlich gar nicht so schlecht aus im ersten Moment. Muss hier so ein bisschen einsteuern, damit er nicht ganz so viel Breitseite zeigt. Ist nämlich zweifach aufgeschaltet, auch das ist ein Vorteil, wenn man sich immer bewusst ist, wie viele Leute eigentlich auf einen zielen. Und da kommen die gegnerischen Granaten, was muss er denn jetzt hier einstecken? Doch, das war ganz ordentlich, 12.000. Die französischen Granaten sind ja durchaus sehr, sehr konkurrenzfähig. Also der Penetrationswert der französischen Granaten ist durchaus heftig. Kommt, man kann aus ganz ungünstigen Winkeln da teilweise relativ gute Treffer, zumindest subjektiv, landen. Die 431 mm lassen dann immer mal gerne einen bleibenden Eindruck in der einen oder anderen Struktur der Schiffe. Und er manövriert und schlängelt sich hier weiter in Richtung B. Nebenbei werden hier die Schiffe weiter beschossen. Da Team Grün führt nach Punkten und hat hier Team Rot schon 3 Zerstörer weggenommen. Damit ist die Aussicht auf Erfolg schon mal einen Ticken besser, weil weniger Zerstörer eben weniger weit aufdecken und halt auch nicht diese Gefahr von Torpedos so massiv vorhanden ist, wie wenn alle Zerstörer eben noch vorhanden wären. 3 Overpens, 3 Penetrations sind jetzt hier für ihn auf der Republik nochmal zu verzeichnen. Und da war eine Montana offen. Er schießt nochmal hinein ins Blaue. Hat sich jetzt gut zu seinem Team hinzugesellt. Sein verbündeter Divisionspartner ist noch hinten bei A. Musste wohl hinten um die Inseln rumdüsen. Und da kommt eine Wooster. Rückwärts Breitseite fahrend. Jetzt kommt es drauf an. Jetzt kann die Republik mal zeigen, was hier in ihr steckt. Und das waren gleich dreifach Zitadelle und ein vernichtender Schlag.
Ja, sowas sollte man mit der Wooster nicht machen. Eine Wooster-Breitseite zu einer Republik. Vielen herzlichen Dank, sagt Never Die da. Und ein Never Die sagt First Die. You have to die first. Auch jetzt wieder ganz klar zu erkennen, wir haben nur einen Brandherd, der wirklich tickt, obwohl zwei optisch verfügbar sind. Und kann hier nochmal 12.000 auf die Henry setzen. Aus einem ganz spitzen Winkel. Ich sage ja, der Penetrationswert der Artillerie der Franzosen ist schon heftig. Zieht sich jetzt hier ein Stückchen zurück, weil er nämlich der ist, der immer wieder den Cap resettet, weil er ihn beschossen werden kann. Und der DD, der da drin ist, eben nicht. Weil der wahrscheinlich nicht sichtbar ist aktuell. Und nimmt dann auch einen Unterstützer, der da droppt. Und da ist die Henry, die sich weiter in den Cap bewegt oder auf den Cap zu. Und wir wollen doch hier cappen. Er sagt, der Henry, sagen wir mal guten Tag. Und nochmal 19.000. Vier Penetrations waren's. Und wenn die Henry so weiterfährt, dann sage ich ihr jetzt nicht mehr langes Leben voraus. Ist jetzt keine Kunst, gebe ich ja zu. Und da sind die Mumpel unterwegs. Oh, das war ja doch ein bisschen glücklich noch für sie. Aber doch noch mehr Schaden liegen geblieben. Und den Rest muss der Team, wird die sicherlich der Team machen, wenn sie weiter auf die Henry wirken können. Ist aber auch eine Verzweiflungstat der gegnerischen Henry, da vorne so reinzufahren. Die Henry lebt eher von Geschwindigkeit, vom Distanzkampf so ein bisschen, weil sie dann doch nicht allzu hart ist. Und wir haben jetzt hier schon einiges an Trefferpunkte verloren. Wir haben noch ein Drittel ungefähr an Trefferpunkten im Portfolio. Und da kommt Torpedos. Kann er den ausweichen? Ach, die laufen aus. Perfekt. Sehr gut. Kann er hier ganz entspannt weiter in Richtung B cruisen und die Base da settlen. Sucht sich jetzt so ein bisschen rum seine Ziele. Und da fährt eine Republik Breitseite. Da muss doch jetzt nochmal richtig schön was drauf abgesetzt werden. Das lässt sich Never Die Down nicht zweimal sagen. Und wie kommen hier die Treffer an? Schön versammelt, wie die Mumpeln hier fliegen. Aber zu kurz! Das war nicht so gut. Da hätte noch ein bisschen mehr drin sein können. Wir stehen bei 161k Damage. Oh, don't rush, wird im Chat geschrieben. Nicht nach vorne preschen. Lass die Gegner kommen, die müssen kommen, die haben Punkte. Jetzt waren es nochmal 5-2. Aber das ist jetzt wichtig, einfach den Gegner nach und nach kommen lassen. Die kommen nicht alle auf einmal, die kommen alle nacheinander. Mit der hinteren Kanone kommt er noch nicht über den Berg. Einfach ein bisschen abwarten. Ihr habt zwei Caps. Und wir haben gut 250 Punkte Vorsprung hier für sein Team. Könnte jetzt aber die ganze Zeit schon die Reparaturmannschaft benutzen. Jetzt macht das. Wie als ob er mich gehört hätte. Jetzt wird ein bisschen spannend. Kommt das Schiffchen vor oder bleibt es hinter dem Berg? Ist einfach aufgeschaltet. Und seine Mitte hat hier schon ordentlich gelitten. Also wie gesagt, man konnte hier super gut sehen, dass Brandschutz vernünftig wirkt. Da kommt AP von rechts. Wahrscheinlich von der Montana. Und den Torps, den konnte er doch erfolgreich ausweichen. Ein bisschen Glück gehört auch dazu. Auf geht's. Langsam Schlachtschiff ist die Republik jetzt auch nicht. 30 Knoten ohne Signalflaggen. Hat er ja auch nicht dabei, die Sierra Mike. Und dann nochmal einen 8%igen Motorboost, der hier 4 Minuten 30 im Extremfall anhält. Also, da eine ganz ordentliche Hausnummer hier. Jetzt sind wir nachher so bei um die 32 Knoten, die er fahren müsste, wenn er volle Kraft fährt. Motorboost hat er schon drin, sieht man am Rauch, sieht man unten am Verbrauchsmaterial. Und da kommt er jetzt, orientiert sich in Richtung Republik. Hier mit der Premium-Lackierung auf dem Dampfer. Nett. Und jetzt wird neu eingezielt. Bisschen weit gezoomt, finde ich. Aber kann da nochmal 5.300 lassen.
Und seine Sekundär schießt auch schon, auch wenn sie nicht geskillt ist. 8,8 Kilometer ist hier der Standardwert, also mit der Signalflagge, die er halt gesetzt hat. Ist wirklich ein Ticken schade, dass er hier nicht die Flaggen für den Survive mit drin hat. Und da ist der Großkaliber gedroppt und der Kill geht aber an einen Verbündeten. Brennt jetzt wieder, kann ticken lassen. 34 Sekunden ist die Dauer noch. Brennt ja schon ein paar Sekündchen. Hätte, wie gesagt, noch ein paar Sekunden reduzieren können, nämlich um ganze 8. Dann würde er nicht 43 Sekunden lang brennen, sondern eben circa 35. Also auf die Zehntel habe ich es jetzt nicht parat, aber circa 35. So. Kagero, die sichtbar bleibt. Warum bleibt sie sichtbar? Und das sind ja schon eher Verzweiflungstaten des Gegnerteams, so ein bisschen, um hier noch was zu retten. Dafür ist die Schlagkraft des grünen Teams doch viel zu stark. Da ist die Montana, die jetzt aber eindreht, ist ein Ticken zu spät, da er seine Mumpeln absetzt. Mal gucken. Ja, die kommen jetzt, ist doch sehr spitz. 2-9. Hätte vorher lieber auf die Montana schießen sollen, als sie da Breitseite stand und nicht auf die Kagero. Diese Replay ist übrigens aus dem Patch 0710. Vorhin meinte ich natürlich die Funktion mit den Tarnungsmeister, die jetzt nach dem Patch 0711 noch aktiv ist oder mit dem Patch 0710 eben auch aktiv war. Hier ist es jetzt, der Replay stammt aus dem Patch 0710. Das heißt, hier ist auch die Penetration auf DDs mit einem AP-Granaten durchaus, also der Schaden, den man machen kann, nicht die Penetration, noch höher. Konnte da nochmal schöne Zitadelle auf der Montana vorhin machen. Wendet und unterstützt jetzt hier seine Hindenburg, die da vorne jetzt ein bisschen unter Beschuss gerät. Aber da gab es Torps von der Hindenburg und die haben gesessen. Die Republik ist nicht unbedingt ein Schiff, was unbedingt vorne reinfahren muss. Und das hat man hier gesehen, er hat sich so ein bisschen aus diesen, zumindest versucht, aus diesen ganzen Geschichten so ein Sticken rauszuhalten. Und das ist ihm ganz gut gelungen, er hat das Gefecht am Ende überlebt und konnte seinen Schaden austeilen. Wir haben jetzt hier 203.000 Damage zu Buche stehen und am Ende 5 Abzeichen. Vernichtender Schlag, Unterstützer, Dreadnought, First Blood und ein Großkaliber. 5 Zitas waren ganz nett anzusehen, nur 2 Schiffe, da hätte er noch das ein oder andere mehr mitnehmen können. 2630 Basics P waren dann doch schon ganz ordentlich, war eine gute Runde von ihm, muss man ganz ehrlich sagen. Zum Verweis habe ich ja schon gesagt gehabt, die Signalflaggen wären noch optimaler gewesen und er hat jetzt den Motorboost hier bevorzugt anstatt Schadensbegrenzung Systemmodifikation 1. Konto auf der Wooster, die stand so schön, die muss da natürlich mitnehmen. Die Henry, 1,9 Millionen potenziellen Schaden, auch ganz ordentlich. Dafür hat er sich ganz tapfer geschlagen. Ich sage danke für eure Zeit, danke für Zuschauen. Wenn euch das Gefecht gefallen hat oder das Video und ihr was nehmen konntet, lasst mir gerne ein Abo da, einen Daumen nach oben. Würde mich freuen und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Seekrauts-Team, euer Maracha. Seekrauts.